Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In einem anderen Video habe ich dir gezeigt, wie man so ein Haus baut. Und in diesem Video zeige ich dir Einrichtungsideen. Die erste Einrichtungsidee ist eine Pflanze. Verwende einfach zwei Blöcke Laub und darunter einen Pelzerblock. An den Pelzerblock platzierst du Falltüren. An freien Stellen kann man Rüstungsständer platzieren. In meinem Haus ist eine Trennwand. Diese Trennwand habe ich zu den Einrichtungsideen angepasst. Wenn man an einen Block ein Item Frame mit einem Armbrust und ein Schild dran platziert, sieht es so aus, als ob das ein Schrank wäre mit einer Schublade. Sodass die Wände nicht so leer aussehen, sollte man Banner oder Bilder platzieren. Hier habe ich eine Standuhr mit einer Uhr in einem Item Frame. Links und rechts sind Eisenfalltüren, darunter normale Eisentüren. Vorne dran ist eine Holztür, wenn man die öffnet, sieht man den Pendel der Uhr. Wenn man eine Holzfalltür nimmt und sie an die Wand platziert und darauf einen Teppich, hat man ein Regal. Für ein Waschbecken kann man einen Trichter nehmen und als Wasserhahn einen Haken. Auf einem Ofen kann man Steinzäune platzieren, so als ob das Röhren für den Rauch wären. Als Waschbecken kann man auch einen Kessel verwenden. Einrichtungselemente kann man immer wieder verwenden, aber es soll immer Abwechslung dabei sein. Bei der Trennwand habe ich so eine Art Theke. Bei alten Mittelalterhäusern sieht es immer gut aus, wenn der Teppich immer so kaputt auf dem Boden liegt. Also nicht überall platzieren, sondern einfach ein paar Lücken lassen. Es hat auch was, wenn man unter den Teppich Schilder platziert. Kommen wir zum zweiten Stockwerk. Im zweiten Stockwerk habe ich zwei Einzelzimmer eingebaut. In einem Zimmer steht ein Bett, ein Bücherregal zum Lesen, ein Tisch und ein Nachttisch darf auch nicht fehlen. An der rechten Wand steht ein Regal, dahinter stehen Bücher. An der Trennwand der beiden Zimmer steht ein Rüstungsständer. Auf der anderen Seite des Bücherregals steht im zweiten Zimmer auch ein anderes Bücherregal. Das zweite Zimmer hat auch ein Bett, aber mit anderen Einrichtungsmöglichkeiten. Im Flur steht auch eine Pflanze. Am Unterteil kann man auch einen Kessel verwenden. Wenn man mehr Platz hätte, könnte man an den Kessel Falltüren platzieren. Sitzgelegenheiten dürfen auch nicht fehlen. Das sind einfach Treppen mit Schilder dran und als Tisch einen Zaun mit Teppich. Im Mittelalter waren die Wohnungen früher sehr eng. Dazu könnte man mehr Stützpfeile platzieren. Die machen die Gänge enger und das Haus sieht stabiler aus. So, jetzt kommen wir zum Dachboden. Im Dachboden wird meistens alles, was man nicht braucht, verstaut. Ich habe alle Deko-Elemente, die ich im Haus verteilt habe, genommen und habe sie random im Dachboden verteilt. Da die Einrichtungsmöglichkeiten lange im Dachboden verweilen, kann man überall Spinnweben platzieren. So, das war's. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das fandet. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.